willkommen zurück zu einer neuen Folge von Hellblade: Senua's Sacrifice. Die nächsten Kämpfe stehen an. Und einige von den Großen warten schon wieder. Wohl, das geht hier. Hier habe ich zu den Blocken einigermaßen raus. Ich wollte ausweichen. Sehr. Wo? Ah, hier. Hi. Na, wie geht's dir so? Setzen wir direkt mal nach. So, mein Großer. Dass wir noch Fokus aufgehoben haben. Kann ich. Ich kann aber auch einfach hier aufprügeln. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot. Ich hab doch geblockt. Into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Fick doch die Henne, mein Gott. Lang haben wir nicht mehr. Aber ich muss alles neu machen. Och Mann. Why do you still fight on? Maybe you too should suffer with your brethren in this rot and let your blood seep into the seas and the rivers of hell. Isn't that what you deserve after all you've done? Ich aus, danke. Give the darkness what it wants, let it swallow your soul and destroy all that you are. Why are you fighting for someone who is already dead? Just look around you. What hope is there for him? Oh, das war's tatsächlich. If his soul could be rescued. Wir müssen alles nochmal neu machen. You have done to him, to his friends, to his father. You both surrendered to the voices. The darkness has taken you. Galena and Senua. Galena and Senua. You are lost. There's nothing you can do. You're dead. You're both. Galena. Die Mutter wahrscheinlich. Mutter wahrscheinlich. So, wo müssen wir denn hochklettern? Jetzt sehe ich jetzt mal. I can't fight it anymore. Not on my own. Where are you, Mother? To be with you. That night, she gave up on her world to follow in the footsteps of her mother, to go to a place where the darkness couldn't reach her. Senua, look at me.
Do you hear them? They're calling for me. We've lost so many. And I've lost my father. I can't lose you. You said I have blood on my hands. I didn't say that. You've done nothing wrong. Zimbal was right. Everyone will suffer. Zimbal is a fake. He is a hateful, bitter liar. He's poison. And his words still haunt you. Who do you trust? Him? Or me? Do you still believe in me, Senua? In us? Come back to me. Please. Don't let this darkness come between us. The hardest battles are fought in the mind. He gave her the sword with which to fight in more ways than one. She gave him her word, never to surrender. All she needed was a little help, a little hope. Na gut. Jetzt, na gut, oder? Bereit für einen zweiten Durchgang? Da müssen wir es halt erst noch schmieden lassen. Da war ja auch noch was von wegen hier. Darkness, my old friend. Okay, jetzt haben wir also die Stimmen zurück und jetzt helfen sie uns. Jetzt, wo wir das Schwert haben, jetzt, wo wir Hoffnung haben. There's a door. You can do it. You can see it. Come on, Senua. Go away. I'm not listening.
Die Zweifel sind halt noch da. Wahrscheinlich auch berechtigt. Die ganze Zeit halt immer wieder eingeredet kriegst oder die Stimmen hörst, dass du es nicht schaffst, dass du wertlos bist, dass du... ja, eigentlich überhaupt nicht verdient hast zu leben. I will tell you of a great hero named Sigurd, son of Sigmund, no less. Born after his father's death, Sigurd is cared for by the dwarf, Reyn. But Reyn does not love the boy. Instead, he plans to use him for his own ends. You see, Reyn's father possessed a great treasure given to him by the gods. But Reyn's brother, Fafnir, killed his father and took the gold all for himself. Fafnir hid the treasure out on a heath and could not leave it. And from the evil in his heart, he turned into a dark creature. A dragon. Gut, Zeit für die nächste Geschichte. Bisschen zusammenhängend sind die ja schon. So, hier geht's wahrscheinlich nur zu der kaputten Brücke. Hier ist aber auch nichts zum... ne, hier ist nichts zum... zum Dings zum reparieren. Guards Helheim. Garm is its name, and it knows you are here, Senua. It can smell your stink. What are you afraid of, Senua? How would you say Dillion if you are too much of a coward to step into the shadow? They can't stop me. Then do it. Kann ich mir eine Fackel mitnehmen? Okay, lauf. Stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Wahrscheinlich. Was ist denn hier eigentlich? Fackel wäre halt cool. Ja, wir haben halt hier kein Licht. Okay, wir brauchen eine Fackel, dann kann ich wahrscheinlich hier runter, ne? Das wird sauknapp. Okay, vielleicht nach vorne. Dort gibt es vielleicht eine Fackel. Dann können wir uns hier mal umschauen. The beast is stalking you from the shadows. Your sword is useless here. Ja, sonst haben wir auch erstmal nichts. Na komm, lauf. Genau. Ja, sehr gut. Don't fall for it. It's me, Senua. It's not her. So full of hate. I just want to help them. Tell me what to do. Your father wants them to go away, and he only hurts me to silence them. But he's gone now. But they always come back. He says I will die if I go with them. They say that I'm already dead. No, and they want me with them. Stop! That's why they crawl through the walls. Don't listen to them. Do you see them? Do you see their faces? Senua, help me! Help! Get me out of here!
shouldn't be here. She escaped the darkness. She took her own life to escape it. She can't remember when it started. When her mother lost her smile. Her eyes gazing past her towards a world she could not see. This is what happens if you reach for the underworld, he said. It was a lot to take in for a child. And the first time she felt the cold chill of fear. I don't talk much about her father, Zinbel. I suppose I just didn't want to risk upsetting her. But it doesn't matter now, does it? Ja, wahrscheinlich nicht. Okay, beleuchten wir erstmal alles. Weil das hilft. Nachdem die Tür jetzt auf ist, müssen wir etwa tatsächlich eventuell sogar hierhin zurück. Nicht, ne, das kann ich nicht. Leuchten. Hier bricht mir auch die Framerate ziemlich weg. Gut, kann ich mich jetzt hier gefahrenlos umschauen mit der Fackel? Scheint mir fast so. Dann wäre es nämlich auch mal hier runter. Okay. Natürlich hilft das, aber ja gut, so freundlich sind sie jetzt doch nicht mehr, die Stimmen, die er uns schon wieder versucht reinzulegen. So, haben wir, naja, fast alle hier. Haben wir jetzt zumindest wieder einen, oder hoffe ich mal, einen sicheren Rückzugspunkt. Aus. Was genau? Ah, warte mal. Das? Wir haben eine Rune gefunden. Hidden in plain sight. She has it. You have it. Ja, mittlerweile auch die Anzeige nicht mehr, wo jetzt diese Runen sind. Ja? Das Feuer ist dann doch ein wenig fordernd für die Grafikkarte. Das kriegt nicht so ganz hin. Aber im Großen und Ganzen läuft sie noch einigermaßen rund. Das eine haben wir. Unten was? Nö. Können die auch nicht runter. Ist klar. Da war ja, glaube ich, auch nichts, außer diesem Gang nebendran. Cool. Die Tür. Natürlich verschlossen. Sind wir aber hier auf der anderen Seite der Tür. So, anzünden. Nee, ich wollte eigentlich das...
andere Ding anzünden. Ja, das passt schon. Da können wir erstmal nichts machen. Ist zu. Weil aber nur irgendwie hier wieder einmal außen rum. So, wir haben halt Licht. Bringt das nur nicht. Hier müsste ich irgendwie aufkriegen. Kann ich sehen, was dahinter ist? Wirklich. So, aber ich denke, hier habe ich auch noch nicht großartig erforscht. Wäre doch praktisch. Da mal hinkommen würde. Ah ja. Hier? Eine Treppe, die in die Dunkelheit führt. Komm auf die andere Seite, oder? Ja. Wollen jetzt die Fackel nicht ausgehen lassen. Das ist es halt. Ja. Los. Schwimmen. So, dann jetzt von Licht zu Licht. Los, los! Genau. So, und jetzt brauche ich halt eine Fackel. Wahrscheinlich können wir dann erst... Ja? Was das wird. Da hinten ist Feuer. Da können wir sie Fackel holen. Sehr gut. Sehr gut. Da oben wahrscheinlich auch aufmachen, ne? Gut. Na gut. Nach unten. Muss mal die Rune zusammen. Welche Anzahl an Fackeln hier unten. Ist gut. Eins. Zwei. Und noch mehr Feuer. Das war ja erstmal nichts mehr zum Anzünden. So fürs Erste. Dann mal hier rein. Ah, spiegeln. Spiegelt sich im Wasser. Dann haben wir die Rune. Gut, ja. Use your eyes. She has it. She did it. She's done it. Where is that? This place. It reminds her of the isolating, suffocating darkness that she lived through as a young girl. Imprisoned in her room at night. The faces in the dark coming through the walls. She once thought everyone could see them. I mean, that's what children say all the time, isn't it? That there are monsters in the dark. By the time she realized that only she could see them, her father, Zinbel, could see the monster in her.
Rian the Dwarf's sole desire is to possess this dragon's accursed treasure, and he uses Sigurd to reclaim it. He tells Sigurd the story of Fafnir's gold, and the good-hearted hero promises to slay the dragon if Rian would forge a strong sword for him. Sigurd remembers that his father once possessed a sword given to him by Odin. Odin broke the sword to bring about Sigmund's death, but Sigurd's mother still has the pieces. And so Rian reforges the famous sword. Sigurd uses the sword first to avenge his father, and then he and Rian go in search of Fafnir. So, ach warte mal, können wir jetzt hier weiter? Okay. Mindestens ein weiteres Geschichtsding gefunden. Sehr gut. The dragon Fafnir is so large and deadly that it would be impossible to kill him face to face. But each day, Fafnir crawls across the heath to find water. So Sigurd digs a pit in the dragon's path and lies in wait in it. When Fafnir slithers overhead, Sigurd sinks his sword into the dragon up to the hilt. Sigurd leaps from the pit, and Fafnir sees his killer. He warns Sigurd that the treasure will lead to his death, as it led to the death of all who owned it. Sigurd replies that death comes to all men, and every man would want to be wealthy until that day. And he takes the treasure. Okay, das scheint aber auch noch nicht zu Ende zu sein. Stellt sich halt auch noch die Frage, wie kommen wir hier weiter? Hier ist zu. Sieh wieder irgendwo Illusionstore. Da müssen. Na, ich weiß nicht. Ich glaube, hier ganz zurück kann ich mir vorstellen, dass es hier noch viel gibt. Oder? Wir haben ja auch keine Markierung. Was angeregt? Wieder erloschen? Jetzt konnte man nicht anzünden. So, ich bin froh, wenn ich hier raus bin. Hauptsächlich, dass das Spiel wieder etwas flüssiger läuft. War ich hier schon? Ja, ich glaube, genau. Unten war sonst ja nichts außer dieser Rune. Dass ihr in Runenform auf dem Boden geblutet habt, das ist sehr freundlich von euch. Alles nur kein Hebel, den wir eventuell mal ziehen könnten. Gut, was bleibt noch? Hier oben nichts, wo wir hin könnten. Wir haben hier die Ecke abgefrühstückt. Was? Zünden wir das doch mal noch an. Ich habe den Eindruck, dass das irgendwas bringen würde. Oder warte, man muss jetzt etwa wieder vielleicht hier unten irgendwie durchtauchen. Wahrscheinlich, ne?
Das könnte sein. Wäre halt auch so das Einzige, was mir jetzt noch einfallen würde. Aber den Gegenüber. Gegenüber ist halt nur das. Können wir hier runterspringen? Das hatte ich, glaube ich, schon versucht. Ne, geht nicht. Naja. Schauen wir mal. Wir werden es in der nächsten Folge hoffentlich sehen. Ich bedanke mich fürs Zuschauen. Hoffe, ihr hattet Spaß, seid beim nächsten Mal wieder mit dabei. Und bis dahin, macht's gut und ciao, ciao.